Hallo und sonnige Grüße. Wir sind's, die Jungs und das Mädchen von der Verkostungsfront. Heute mit einem Gast. Wie heißt du eigentlich? Dominik. Der Dominik. Was macht der Dominik? Kommunikation macht er. Das kann er jetzt gleich unter Beweis stellen, wie er kommunizieren kann. Wir probieren heute grüne Veltliner aus dem Wagram. Wir haben gestern schon die leichten gemacht, so bis 13 Alkohol. Ja. Das haben wir aus unerfindlichen Gründen nicht videofiziert. Jetzt gibt es die ab 13% und die werden, wie ihr gerade merkt, videofiziert. So, wir fangen gleich an. Habe ich schon mal klar? Ja. Ja. Mit 3, 2, 1, 5, 6, 1. Achso, ich meine, vielleicht nachdem man ja die Anja selten dabei hat, muss man vielleicht sagen, dass die Anja heißt, die da einschenkt. Die Anja, die hinter dir gerne mal. Ja, weil wir haben ja die Anja will ja immer nicht mitvideofiziert werden. Die muss man immer zwingen zu ihrem Glück. Ne? Das ist nicht jedes Mal. Bitte! Da gibt es dann wieder 1000 Zuschauer. Ja, man möge doch die Anja öfters hinzufügen und dann. Dann machen wir das weiter zu suchen. Ja. Also gut. So, sind wir dabei? Sam mit Haaren von anderen Leuten. Hier wird jetzt gekillt. Entschuldigung, dann bin ich einfach falsch. Also gut, los geht's. Also sehr hübsch. Das ist sehr schön. Steht ja schon da. Sie kann sich verschliff. Es wirkt fast ein bisschen so, als wäre es zumindest ja, also großes Holz fast so, gewesen. Ja. Mhm. Aber auch so relativ frische Frucht, ne? Mit diesen Zitrusaromen. Ein bisschen mineralig. Fest und kompakt. Kompakt zu, allerdings. Sehr schön. Ja, dabei aber auch Schmelz, ne? Das hat Kraft und Biss gleichzeitig. Ja. Das ist jetzt nicht die übergroße Tiefe. Nö, also ganz leicht, antrocknenden Gerbstoff. Und was ich sehr finde, ist dieses schön zu trinken. Der macht ja richtig Spaß. Ja, so. Ja. Es macht richtig Spaß. Das stimmt. Sehr gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Steht doch ganz gut, gell? Ja. Absolut. Das ist der grüne Veltliner Saatzen von der Maria Faber Köchel. Super. Wenn ich mich recht erinnere, ist das so ziemlich der beste Veltliner, den ich von ihr kenne. Ja. Das ist ja nicht so ein Feuer. Das ist ja toll. Schön. 220894. Oh. Okay. Ja. Schenk mir auch was ein. Ja. Das ist ein bisschen matt. Ja, und das ist eine eigentümliche Kürze. Und ein kleines bisschen Brathering. Mit Artischocken und Kaffee. Aber auch mit dem Dosengeschmack, oder? Mhm. Also vom Brathering. Und das mit den Kopfchen sind nicht die gleichen. Ja, den hatten wir gestern schon mal. Ja. Wir haben ihn gestern schon runtergestuft. Leider zu Recht. Aber besonders schön ist das echt nicht. Es hat ein bisschen Süße. Da steht ja wieder fischige Töne, tatsächlich. Okay. Ja, ja und, so, und wirklich so Grünspargel. Ziemlich deutlich. Ja, das kann man jetzt drüber streiten, ob es jetzt nicht doch so 80, 81 ist. Ja, 81, ja. Okay, ja. Aber das ist ja nicht so. Ja. Aber wirklich Freude macht es eigentlich nicht. So, jetzt fange ich mal ganz gut an. Das ist halt so. Naja, es ist Demeter. Das kann halt manchmal, geht halt das Bierzeug auch mal schief. Und da ist es schief gegangen. Ne? 221034. Boah, ist das fett. Ja. Das ist Rhabarber und Grapefruit. Rhabarber ist gut. Ja, Rhabarber ist sehr gut. Vorhin habe ich noch unentwickelt geschrieben, jetzt ist es wirklich so richtig reduktiv. Das ist ja das Komische bei diesen Weinen. Ne? Die probierst du das erste Mal und dann denkst du, es ist ein bisschen reduktiv und dann kommt Luft dran und dann werden es erst recht reduktiv. Ja, aber die Mineralität eigentlich widersprüchlich, aber kann man auch riechen. Also das ist so. Ob das nicht nur der Schwefel ist, da wäre ich mir nicht so sicher. Viel Hefe, Nuss, wirklich Rhabarber.
schmeckt auch nach Rhabarber. Also ich finde, bestätigt er die Mineralik. Nein, nein, das ist ja nicht gesagt, dass die nicht drin ist, aber im ersten Moment hast du deutlich mehr noch Hefe, Schwefel etc. Und da so richtig rausriechen, finde ich schwierig. Knochen trocken. Das ist sehr angenehm, ja. Auch wieder sehr hefig. Und noch ein bisschen rau und trocken in Umgang. Sehr jung, sehr jung. Braucht ein bisschen Zeit. Mhm. Also Pfeffer. Richtig. Das stimmt, ja. Es geht um die Punkte. Ja, das ist jetzt die Frage 85 oder 86. Ganz genau. Wenn wir beide die Frage schon stellen, sind es 5 plus vielleicht. Weil du schreibst ja eher. Für 86 noch ein bisschen. Ja. Also ich halte das für eine super Idee. Ja. Kann ich auch ja, ganz gut damit leben. So, und jetzt das Allergeilste ist, der kommt gar nicht vom Markt an. Du hast mich gelogen. Achso, wir haben Wiener, wir haben Wiener Weine auch dabei, das stimmt. Ein paar Wettliner sind auch aus Wien. Ist das Wien? Ja. Das ist das Weingut Wieninger. Das ist der 2013er Kölner Wettliner Herrenholz. Ja, sehr gut. Auch Bio übrigens. Nachhaltig ist der. Das steht ganz gut. Aber im Moment sehen wir uns ein bisschen unfertig. Genau. 220828. Das ist schon ja, aber selbst der hat auch noch so ganz leicht reduktive Töne drin. Ist er auch noch, ja. Ja, billig, nussig. Bisschen vegetabil. Auch so eine Spur altes Holz. Das ist der Wagen. Ja, Saft. Das ist schön, aber das ist ja auch hier. Mhm. Mhm. Wobei der schmeckt ganz leicht süßig wird. Als wäre das wirklich nicht ganz trocken, als hätte er so viel Zucker. Ja. Ein bisschen phenolisches hinten. Das ist es, ja. Ein bisschen ein phenolisches Bitter auch. Leider. Oh ja. Das kostet ihn leider einen Punkt. Das kostet ihm einen Punkt. Hat schon Stoff und Saft. Ja, ja. Aber dieses leicht bitterliche, von erfahrungsgemäß, das wird mit der Reife eher noch bitterer. Mhm. Also ich glaube, dass er mit 86 sehr gut schmeckt. So, oder? Ja, ja. Das ist das Weingut Dierräder, die Schlossberg-Reserve. Ein Reiz aus. 213. 220910. Recht fest gebaut, das möchte in der Nase. Ganz leicht reduktiv ist der. Ja, ist dann so rauchig, tabakig. Käsig. Das geht schon um. Ja, das ist ein Rotschmierwindel. Ja, das ist wirklich noch ein bisschen unfertig. Leichtfüßig kommt er da. Ja, ja. Obwohl er eigentlich Schmelzer hat. Ja. Also er hat schon Kraft, aber gleichzeitig. Du spürst doch keinen Alkohol, aber trotzdem hat er was Kühles auch. Ein bisschen Floral. Ja. Sehr eigenständig. Sehr eigenständige Aromatik. So nachhaltig wie es würde ich ihn bei 7 lassen. Komplex auch. Frage kann man ja so oder so beantworten, alles klar. Bleibt doch gut stehen. Ja. Das ist schon nicht unspannend. Ah, und er wird schon noch sehr jugendlich dafür, dass das 212 ist. Das ist das Weingut Gerhold. Grüne Veltliner Reserve. 2012, wie gesagt. Wir hatten gestern ein paar leichtere 211er von, 213er von ihm, die waren so ein bisschen nackig. Dann ist es ja, ja, das war Gerhold, die waren nicht so ganz überzeugt über das. Gut. Ja. Dann wäre es auch nicht teuer. Ja. 220816. Wir sind uns so einig heute. Ja, weil es war überzeugenden Wein. Beschrei es nicht.
Hat man uns hier oben denn die Waffen wieder ausgepackt hier? Ist aber schön. Bisschen nussig. Also das ist auch ein bisschen so holzig. Ein bisschen Rauch drin, so ein bisschen altes Holz. Rauchig ist es vielleicht, ja. Ein bisschen speckig sogar. Und würde nicht ganz stoppen. Also sicher nicht viel Zucker, aber dadurch, dass sie so eine ruhige Säure hat und so viel schmeckt, wirkt er eigentlich süßer als er ist. Ja, kann dies. Stimmt, das hat am Gaumen, das merkt man ziemlich deutlich. Und ein bisschen. Habe ich jetzt Sauerkraut verstanden? Salbei. Nee. Salbei ist gar nicht so schlecht. Fast angetrocknet. Ja. Das ist auch recht differenziert, das gefällt mir. Ja. Da habe ich keine. Lass mal bei 7. Schön. Ein bisschen Finesse. So, jetzt ab. Ja, also gut. Was haben wir da? Köpfchen. Das ist das Weingut Waldschütz mit dem grünen Veltliner Brunntal. Brunntal, eine der Spitzenlagen da drunten. Ist übrigens 2012 auch. Wirkt auch noch sehr jugendlich. Ja. Aber auch schon so ein bisschen gefestigt. 220880. Oh. Das ist auch kühl, fest. Sehr nussig. Fein. Und diesen Kümmel hat er immer noch, der ja, da drin steht. Ja, Kümmel hat er. Und so ganz feinen Speck. Weiße Pfeffer ist sehr deutlich. Der hat Saft, ja. Das ist für mich ein perfekter Essensbegleiter. Ja, vor allem, weil er wirklich knochentrocken ist. Ja. Und bei aller Stofflichkeit nicht schwer ist, ne, sondern der hat wirklich Zug auch. Ja, das ist für mich auch so ein. So mag ich grünen Veltliner. Wunderbar. Der ist ganz, ganz toll, wirklich. Macht sehr viel Spaß. Ja. Die einzige Frage ist, ob er wirklich für 88 schon die Tiefe hat. Ich zweifle ein bisschen. So schön ich ihn ja, ich auch. Sehr gute 87, sind gute 7. Aber den Sprung schafft er nicht ganz. Aber es macht Spaß. Ja, genau. Ist das so einer, wo hinten steht, macht Laune? Ja, ne. Das ist der Urbanihof. Ist das jetzt auf dem Das ist so ein Aufsteiger der letzten Jahre. Der fällt mir immer wieder positiv auf. Grünwettliner Alte Reben. Diesmal wieder 2013. Also 220884. Das bleibt auch dieser weiße Pfeffer unheimlich lang stehen bei dem. Wieder ein bisschen fast rauchiges Holz, knappackig, genau. Das ist auch deutlich so weiß, gemüsige, vegetabile Noten. Ne? Ja, aber auch so grünpflanzlich in Richtung. Ja, er ist für mich fruchtbetonter als der andere. Echt? Ja. Ich finde da auch ziemlich viel so Sellerieknollen, so diese Geschichten da drin. Salat finde ich da. Mit diesem grünen. Und wieder Pfeffer. Das ist deutlicher als bei der ersten Probe. Der Pfeffer kommt jetzt also öfter. Da habe ich zum Beispiel schon so Marillen und gelbe Früchte. Ui. Kraft. Dazu. Sehr fein dabei. Du hast recht mit den Marillen. Das ist wirklich dabei. Ja. Und der Nase. Also ich bin. Ihr seid mir immer einen Sprung voraus. Warum? Immer wenn ich bei der Nase noch bin, seid ihr meistens schon im Mund. Ja, genau, am Gaumen. Sehr schön. Auch gerade der Abgang, der. Das ist so. Der
hat jetzt aber auch schon so ein bisschen also Alkoholwärme. Ja. Du merkst dann auch hinten raus, da kommt aber dann auch wieder dieser Knollensellerie, oder? Dieses Gemüse geben, ja. Das merkst du schon. Ja. Das ist jetzt ein Fliegenpilz geworden. Sind wir schon wieder so alt? Okay. Das zählen ja die Inhalte, ne? Natürlich. Wer schaut hier schon? Die Fliegenpilze von der Verkostungsreise hatten wir ja alles letztes Jahr schon. Zu Genüge. Wer hat Nachhaltigkeit, der hat Kraft. Was mir da ein kleines bisschen für höhere Wein fehlt, ist die Finesse. Und mir stört etwas die Phenolik, so eine ganz leichte. Ganz leichtes phenolisches Bitter. Das ist schon sehr gut, aber es sind auch das 87. Ja. Das stimmt schon auch. Aha, das ist nochmal Urbanihof. Das ist jetzt in der Haushierarchie ein bisschen über dem anderen. Ja. 1598. Warum das auch immer so heißt, da steht das dahin. Black Edition steht da drin. Im internationalen Format. Okay. Okay. Aber warum er bei diesem kräftigen Wein empfohlene Trinktemperatur 8 bis 10 Grad, frage ich mich schon. Also, das wäre mir zu kalt. 8 Grad? Das wäre mir zu kalt. Trinke ich mal Champagner. 220832. Spargel. Oh ja. Ja. Spargel aus dem großen Holz. Nach der Eiche, die jetzt ja. Spargel war nur kein Spargel zu haben. Stimmt. Ich hätte jetzt aber auch. Das ist wirklich Spargel. Er redet immer von begleitenden Getränken. Ja. Ja, das ist aber gleichzeitig ziemlich kräftig, saftig, griffig. Ich finde diese Würze sehr schön. Das ist ein bisschen Holz, aber das ist sehr, sehr gut eingesetzt. Schmelz hat er auch, ja. Das hat auch Griff. Also für mich ist das tatsächlich den Sprung auch besser. Einverstanden, ja. Aber der hat die 8 Keine Diskussion. Das gefällt mir sehr. Ziemlich animierend trotz seiner Kraft. Na schau. Das ist wieder das Weingut. Die Räder, wir hatten vorhin schon die alten Reben, das sind die alten Reben. Reserve, da steht jetzt der Veltliner hinter mir vorne auf dem Etikett. Irgendwo auf der Seite steht er noch so verschämt drauf. Hat 14 Alkohol, aber das ist trotzdem sehr lebhaft und animierend, gell? Das ist schon sehr gut. Dann habe ich den 220978. Das ist noch deutlicher hefig. Wein zu sein, in ja, das macht der. Der hat viel Export. Das ist ein bisschen unentwickelt. Ja. Das ist ziemlich fest, das ist aber noch sehr, sehr hefig. Deutlich vegetabil. Dieses Gelbfruchtige ist ganz im Hintergrund eigentlich. Deutlich Marillade von Büro. Ja, und einen Hauch Zucker. Ein Hauch Ananas auch. Also er süßelt schon. Ja, merkt man. Das merkt man. Das ist ein Grenzfall, 7 oder 8, ne? Ja, ich auch. Sehr gerne. Ich glaube. Denn die Räder geht da wirklich drüber. Ja. Was hatten wir da? Ich dachte es mir fast, das ist Wien. Das ist der grüne Veltliner X. 2013 vom Weingut Christ. Das hat auch schon ganz schön dichte Farbe. Ja, es hat auch ein bisschen Holz. Ja, eindeutig. Reicht nicht Holz.
Und weil wir vorhin bei Spargel waren, der riecht nach, weißt du, in der Folie gebackenem Spargel mit viel Butter und Pfeffer. Ah, nicht schlecht, ja. Und sogar ein mit ein bisschen Vanille. Und angetrocknetem Schnittlauch. Oder angebackenem. Das riecht wirklich so. Ja. Wobei das nicht nur weißer Pfeffer ist, das ist fast ein bisschen schwarzer auch. Vorhin habe ich Erdig reingeschrieben, aber das ist jetzt mittlerweile wirklich so dieses Spargelige. Ja. Wobei das schon einladend ist, ne? Das mag ja für viele Leute, wenn da jetzt nicht so die Fruchtaromen immer beschrieben werden, ein bisschen abschreckend wirken, aber viele Sorten haben halt nun mal vegetabile Aromen vorherrschend, nicht fruchtige. Und das lädt schon sehr ein. Kennt ihr diese Ducker, diese nordafrikanische Gewürzmischung mit Haselnüssen, Sesam? Das ist sehr geil. Wobei ich ja da eher bei Macadamia-Nüssen bin, statt Haselnüssen. Ja. Aber das Nussige ist schon deutlich. Macadamia ist auch noch 200. Weil es auch dieses etwas Fettige ist. Ja. Fettig. Ja. Ja, der spielt jetzt nicht mit Zucker, sondern das ist wirklich richtig furztrocken, obwohl der ja Kraft und Schmelz hat. Ja. Aber der hat nicht so dieses etwas indifferent Fruchtige, ja, sondern der ist wirklich, wie du schon sagst, eine ziemlich ernste Angelegenheit. Auch ein toller Essensbegleiter, ganz sicher. Ja, fantastisch. Bei dem Wein würde mich die Reife interessieren. Ich glaube, der hat das Potenzial, gut zu reifen. Mhm. Kalbskotelett und Spargel. Mhm. Wäre jetzt da das Richtige. Aber es ist noch verdammt jung. Ja, da kann die 88er mal reicht auf jeden Fall. Ja. Gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, wir kriegen das Haar, oder? Das macht aber gute Weine aus, meiner Ansicht nach. Wenn du Appetit kriegst, dann taugt der Wein was. Ja. Das ist Löss Nummer 3, Riedscheiden, auch eine Spitzenlage, vom Franz Sauerstingel. So komisch das klingen mag, sauerstingelig sind diese Weine gar nicht. Das macht schon Spaß. 221026. Mhm. Der hält auch nach. Ja, das ist wirklich gut. Aber über einen Punkt. Ja, es ist eine knappe Entscheidung. Wir können, wenn du möchtest, stellen wir bei 89 nochmal rein und probieren es nochmal. Ja, jetzt lassen wir mal den. Ja, aber stell den halt nochmal rein und wir müssen nur so feststellen. Aus. Stell ihn halt bei den 89ern hinten nochmal rein und wir probieren es. Nussig? Ist mehr Holz. Ist das holzig? Ja, aber ziemlich fein. Ja, ja. Mhm. Mhm. Aber auch etwas mehr Alkohol. Also das kommt schon in der Nase. Ja, da hat der Schmelz auch wieder, dann jetzt kommt der auch wieder ein bisschen süßlich im Vergleich zum anderen. Das hat so einen bisschen dickeren, süßlicheren Schmelz. Das ist eben kompakt. Erdig, mineralisch. Ein bisschen steiner, so ein eingekochte Ananas, sowas in die Richtung, ne? Ein bisschen Holz, ja. Also das ist schon gut, mehr auf der fruchtigen Seite. Aber lieber trinken durch den anderen. Ja, ich auch. Ich glaube auch, dass der andere so eine innere Kraft hat. Na, Kraft hat er auch. Aber das ist mir dieses leicht süßliche. Das ist viel Alkohol. Alkohol. Der davor war eleganter, oder? Ja, finde ich. Langer, länger. Sehe ich auch so. Ja. Ja, dunkel ist ja nicht das Nein, 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 nein. Ja, aber es ist auch nicht die. Diese Länge vom anderen hat er auch nicht. Richtig, ist die Frage, kann der andere einen mehr oder der einen weniger? Glaube, der sind auch im Zweifelsfall kann er der andere. Genau, bin ich. Also, ich finde, das sind knappe 88, aber ich glaube, man kann die schon noch stehen. Ja, ja. Weil Saft und Kraft hat er schon auch. Was haben wir da? Aha, das ist noch einmal Sauerstingel. Das ist nominell sein größerer Wein. Das ist Bruntal, hatten wir heute schon mal die Lage. Auch eine Spitzenlage dort. Löss Nummer 4, wiederum Sauerstingel. Wie gesagt, fruchtiger, bisschen süßlicher, schmelziger, ein bisschen holziger als der andere. 220966. Also ich glaube, dass den meisten Leuten der auf Anhieb besser schmeckt, weil er fruchtiger ist. Wahrscheinlich. Während der andere halt mehr fordert, aber
wohl eher der größere Wein ist. Also zarte, holzige Töne. Es geht so ein bisschen ins Tabakige. Ja. So heller Tabak, so Sumatra in die Richtung. Wieder vegetabil. Ja, Kräuter. Und das ist sehr vegetabil, aber halt sehr fein in der Hinsicht. So ist es, ja. Das ist nicht plump gemüsig, sondern das hat ganz feine Gemüse. Ich weiß gar nicht, so ich zwischen Majoran, Oregano. Majoran, die ist sehr gut. Majoran, ja, natürlich. Puh, hat der einen Zug? Ja, Mundklärer geradezu. Ja. Na toll. Der deutet seine Tiefe schon in der Nase auch an, ne? Ja. Ah. Das ist der gibt Gas. Kräftig und trotzdem total fein. Der kann mehr. Der gibt Gas. Ja. Der kann mehr. Ach, das ist im Letz seine Höhenlage, wie heißt sie? Schafflerberg. Traumhaft. Das ist, glaube ich, seine höchste. Und das merkst du ihm an, ne? Der Wein, trotz seiner Kraft, hat der kühle Mordsmineralik. Das ist animiert total. Ja. Oh, ist der. Kostet keine 10 Euro. Das ist der Hammer. Wo zahlt es denn noch? Bitte. Also, das macht schon ein Riesenvergnügen. Ja. Ja. Wir gehen nicht ans Telefon. So, das ist... Das Weingut Lett, bekannter Spitzenbetrieb, das ist sein 2013er Schafflerberg. Wie gesagt, das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, seine höchste Lage. Und sehr, sehr gut. Die merkt man seine 13% Lett an. Das ist sehr, sehr elegant, fein, mineralisch. Ungeheuer animieren. Für das Geld ein Hammer. Ja. Also wer das nicht kauft, ist selber schuld. Muss man echt zusammen. 220814. Vor allem macht der Spaß. Ja. Ich muss gleich weiter trinken. Okay. Recht konzentriert. Ja. Der hat ein bisschen Unruhe, hat was ganz leicht Schweißiges. Ja. Ziemlich unfertig. Sehr viel Kraft. Und trotzdem auch Biss. Ja. Das hat keine Schwere, ne? Trotzdem, wenn man schon wirklich Kraft hat. Ja, aber. Das ist jetzt nicht so ausdifferenziert. Die Lett war schon. Ich glaube, der ist. Aber noch unentwickelt. Ja, es ist noch ziemlich zu. Ein bisschen phenolisch ist er auch. Da muss man wirklich schauen, wo er hingeht. Ich habe 88 plus hingeschrieben. Ich glaube, das können wir dann einfach ausholen lassen. Also ich habe sehr viel Salz, weil hier auch Salzig Schweiz, ist er. Das ist ja auch auf. Das stimmt wohl. Also das ist schon dicht und kräftig, aber es ist halt nur total unentwickelt. Richtig. Das ist schön. Ja. Vielleicht ein bisschen Marzipan hinten. Marzipan ist gar nicht schlecht. So, wir sind jetzt beim Spargel, Kalbschnitzel, jetzt haben wir Marzi, irgendwas mit Marzipan zum Dessert. Also auf Marzipan könnte ich jetzt verzichten, aber auf Spargel und Kalbschnitzel. 2-1-0-2-4. Achso, was haben wir da? Jetzt, Moment, das müssen wir ja noch zeigen. Das ist das Weingut Ecker. In der Kranflasche jetzt. Grüne Veltliner, die Lage Mordtal heißt die Lage. Die Mörderische. Also. Ja. Da hat dann auch die Kamera Angst. Also, jedenfalls das Weingut Ecker. Normalerweise haben sie Schlegelflaschen und ein bisschen andere Etiketten. Das ist wohl halt so der Oberübel drüber Kranflaschenwein. Gut. Ja. Darf ich den? Ja. Durch vegetabil wieder. Da habe ich wieder schwarzen Pfeffer. Ah, das steht ja sogar da.
schlauer Fuchs bin. Sehr gut. Gut, hat klappt. Hatten wir gerade schon mal, gell? Candice. Nee. Steht aber gut bei 88, mehr sind es nicht, das ist sehr gut. Ja. Ja. Einverstanden. Ja, okay, wie gesagt, hatten wir gerade schon. Löst 3, haben wir geschaut, ob er nicht doch 89 kann, kann er nicht, kann 88, aber die kann er gut. Vor allem, das ist ja auch nicht teuer und das ist schon viel, viel weiter. 220972. Ja, so tief. Ah, ich habe da Alben. Alben ist gut. Oder so. Ja, so ja, ja, geht in die Richtung. Ja, so Avocado, so. Avocado ist auch sehr gut. Das fällt Lina in der Reife, ist recht gern. Mhm. Auch wieder die pfeffige Würze dabei. Aber diese Tiefe merkt man wirklich an. Mhm. Und auch schon etwas Holz. Mhm. Also das ist eindeutig Holz. Sehr vielschichtig. Genau. Zupackend. Ja, das ist er. Sehr geschliffen. Gut, da kämpfen wir schon in einer anderen Liga, ne? Ja. Der war vorhin weicher. Das ist, wenn ich habe da moderate Säure reingeschrieben und jetzt auf einmal hat er wirklich Biss und Zug. Biss und Zug. Verkostet? Nee, das ist von heute. Ah, okay. Wir hatten gestern noch einen, den haben wir schon hinter uns. Wenn er jetzt so Gas, also Gas gibt, soll er nicht noch einen Tag bekommen? Ja, aber wir werden ihn auch jetzt schon etwas schufen müssen. Das denke ich doch auch. Das sind 90 auch. Das ist wieder das Weingut Lett. Das ist seine große Reserve namens Gigama. Ich glaube, die gibt es noch nicht gar so lang als Veltliner. Früher war Gigama sein Top-Roter. Mhm. Jetzt hat er wohl 2012 übrigens. Gut, gehen wir noch einen Tag Luft. So, und? Du möchtest die Nummer 220970. 70? Ja. Ganz Herabschein in der Nase. Außer Spurholz. Aber eher wieder ins Tabak. Ich finde etwas Rotbeeriges. Rote Johannisbeeren, ja. Ja, und fast ein bisschen Walderdbeeren. Das ist sehr charmant. Ja. Charmant trifft's. Mit Salz. Ja, genau, ja. Eine feine, feine Salzbutter, ganz genau. Aus Frankreich. Das ist. Genau, wir haben eine schöne, wilde Erdbeer-Aromatik. Ja, hatte ich gestern bei einem Freund, der ist auf Malle. Mhm. Darf ich gießen? Ich habe Garten-Erdbeeren, aber sensationell. Ja. Zwei Teile waren reif. Wow. Ja, das ist wirklich. Die habe ich auch, ja. Weil wenn man im Garten Erdbeeren da nur reif macht, die breiten sich natürlich. Und hinten raus kommt ja ganz klar nochmal dieser Pfeffer raus. Ja, ja. Also, das ist schon verdammt gut. Das sind bald 91. Ja. 91 sicher. Aber das ist
Unbeschwertheit und Selbstverständlichkeit. Ja. Ja. Ja, obwohl das schon kräftig ist, ne? Ja. Aber das ist fast leichtfüßig. Ja. Hm. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja. Aha. Ja, okay. Ah, jetzt wird meine Laune besser. Das ist wieder Franz Litt, hatten wir gerade schon. Das ist seine Toplage Ried Scheiben. Ich meine, das ist alles noch sehr bezahlbar. Das kostet irgendwelche 15 Euro oder 16. Wahnsinn. Das ist ein Hammerwein dafür. 221032. Das ist zu. Rauch. Mhm. Dann so kohlartige Noten. Das stimmt. Ich habe so Muschelschalen. Das ist gut, ja, mhm. Stimmt auch. Mhm. Stimmt auch. Kompakt. Mhm. Das schmeckt nach. Ich finde da die Algen auch viel deutlicher. Holunder, ja, Algen auch, aber auch so ein bisschen. Holunder, stimmt. Holunder ist sehr gut, ja. Recht komplex. Ja, das Holunderartige spräche ja dafür, dass so ein bisschen Mösmerklon da drin ist. Dieser etwas Sauvignonartige. Genau. Und der Wein ist trotzdem verdammt gut. Fein, mit enormem Zug und zupackend. Die einzige Frage, sind schon 90 oder nicht? Doch nur 89? Das sind 90. Das sind 90. Also sicher? Ja. Hat er die Tiefe? Ja. Das Einzige, was ihm hier ein bisschen da hinten raus zweifeln lässt, ob er diese Länge und Tiefe hat. Ich würde ihm die 90, die kann man, also kann ich vertreten. Die Frage habe ich mir gestellt. Also er ist doch nicht bei 89, fordernd. Ja? Also er ist... Ja, wobei, ja. Das ist schon sehr, sehr gut, aber die letzte finde ich auch. Ich bin auch eher bei 89. Ich bleibe bei 90. Wenn ihr mich jetzt überstimmt, dann bin ich. Wir schauen uns ihn einfach. Gar betrübt, aber. Oh. Das ist wieder mal Wien. Weingut, Wieninger, Grüner, Veltliner, Nussberg 2013. 220971. Nein, exzellent ist ja gar keine Frage. Nur nicht so wirklich fordernd. Ja, wir schauen ihn uns nochmal an. Das, vielleicht war sein Gegner vorher noch vielleicht zu groß. Wir schauen mal. Das ist viel Tabak. Ja, und viel Hefe. Mhm. Zart, habe ich da reingeschrieben, das ist Quatsch. Beim Z bleiben wir, aber wir hängen ein I-Licht dran. Ah. Tabak und Butter? So Nussbutter, das ist wirklich. Richtig, falsch. Richtig. Also es ist nicht diese. Tja, aber die Zunge ist dann in der Nussbutter Hummer. Das stimmt, das hat wirklich das so ein bisschen. Das machen wir als Vorspeise. Ja. Ja. Diese Krustentiersüße, ne? So ist es. Dabei weiter diese Tabakwürze, ganz toll. Wirklich Hummerform. Ja. Mm. Sehr gut. Das ist doch schön. Jetzt ein Dreigangmenü entwickelt zu haben während der Verkostung. Großartig. Also, das ist schon sehr schön. Da bin ich auch eher bei 91. Ja? Ja. Vielleicht werde ich jetzt übermütig, aber ich glaube es nicht wirklich. Also er ist sehr stringent. Also ich bin bei 90. Ja, ich glaube, das gut, das steht nicht zur Diskussion.
Ich finde es sehr gut. Ich glaube, 90 Stunden passt schon. Und es ist super Wein. Den Punkt mehr, den hat der andere, den wir vorhin bei 91 hatten, schon verdient. Das passt schon. So schön das Ding auch ist. Also mir sind 90 lieber als 91. Gut. Wir werden uns morgen nochmal ansehen. Da du auch vorne sitzt. Das hat ja Gründe. Richtig. Ah, das ist erneut Brunntal, diesmal von Franz Led. So wie man den Herrn Led kennt. Ja. Von allen Brunntälern der Feinste. Keine Frage. 220942. Ach ja, hier ist ja was ganz anderes. Ganz andere Welt. Hefig. Wahnsinn. Fast, also das ist so wirklich, das ist die Seele, das ist Bierhefe. Das ist auch ziemlich wild noch. Ja, ja. Ganz ungeschützt. Spontan, Gera. Ja. Auch da habe ich etwas Hefe, das wird deutlich in der Luft. Ja, krautig, es ist auch noch eine Spur krautig. Das ist auch ein bisschen sehr unruhig. Ein bisschen sehr. Zucker. Ja, hey, unverkennbar. Auch da wieder so ein bisschen süßes Weißkraut. Ne? Mhm. Ich glaube, da warst du etwas übermütig. Oder Apfelstrudel fast eher. Oder? Ja. Aber er hat so was etwas Angeschlagenes. Das sind leicht angeschlagene Äpfel. Das ist das, was mich im Moment sehr irritiert. Also bei da dem bin Wein. Ich zwischen 89 und 90. Also, was mir sehr gefällt, ist die Substanz, die Dichte, die Komplexität, auch dieses Selbstverständliche, dass er so hat. Das ist schon sehr gut. Also das. Weißt du, an was mich das erinnert? So an diese ganz leicht süßlichen Sojasoßen beim Japaner. Die Richtung ist gut. Ein bisschen Soja hat er nämlich auch, ja. So Black Bean. Ja. Gut, was hatten wir? Das war das, ja. Das ist Wimmercani. Das ist Wevel. Alte Reben 2012. Biodynamie, wild, ganz eigenständig. Ja. Auf jeden Fall. Ja, bei den Biodynamikern hat man das ja oft, dass die sich so selbstverständlich trinken lassen, dass die so eine innere Ruhe haben. Das hat er schon auch. Das Einzige ist halt, dass er halt wirklich so diese leicht zuckrig-krautigen Noten hat. Da sind halt ein bisschen stehen geblieben. 221036. Unglaublich fein, dicht, fest. Ah, da habe ich Granatapfel. Das ist sehr gut. Ist so. Das ist Granatapfel. Sehr richtig. Das ist sehr komplex. Und das ist mineralig. Aber auch der hat ganz leichte Sojatöne. Ja, und Tabak. Also boah, das ist eine Bank, echt. Ganz großartig. Das ist schon der Nase. Ein Tornado. Das ist fast mächtig und trotzdem nicht schwer. Sehr komplex. Das ist großer Wein. Ja, das ist prachtvoll. Ganz auch ganz eigenständig. Also nichts so für diese also geradlinig Fruchttrinker nicht anfassen, sondern das ist wirklich komplex und fordernd. Auf den muss man sich einlassen. Die Sojatone finde ich wirklich deutlich. Das ist wieder wie Wimmercani, oder? Nein, es ist weniger. Ich muss da an, also surfen. Ganz erstaunlich. Eine perfekte Welle, so also, eine Riesenwelle, die auf einen. Das ist noch einmal weniger, grüne Retina, das ist sein Kaasgraben 2013. Super. Das ist nicht Biodynamie, aber es ist auch Bio. Fantastisch. Ja, das ist ganz, ganz.
großartig, oder? Chapeau. Ja, macht ja voll. Wie animierend. Und wie der arbeitet, ja. Tolles Ding. Das ist weniger, ist preislich ja immer, das ist ja oft unglaublich, wie günstig seine Weine sind in der, für die Qualität. So, ich habe nichts mehr. Gut, das war's. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Uns hat es uns Spaß gemacht. Aber ja, ja, natürlich. Also, und Hunger. Spaß und Hunger. Wir, genau. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt also was essen in unserer Fliegenpilzform. wir werden jetzt wieder öfters mal aufnehmen, möglicherweise. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, vor 3 Jahren. Haben wir es gesagt? Ja, also. Ja, jetzt versprechen wir. Wir können es auch versprechen. Versprechen. Ich meine, jetzt, wo die Anja schon jetzt sich breitschlagen hat lassen, können wir ja auch. Ne? Das wird schon. Ja, also, beim nächsten Mal das Ehrenwort. Wir verabschieden uns jetzt erstmal nach Wien für ein paar Tage und dann melden wir uns wieder. Tschüss. Sag mal, wenn ich hier Abreden halte, dann kichern die umeinander. Jetzt und jetzt hat mich wieder keinen verstanden. Und jetzt kommen noch die Outtakes. Ja. Also, wir sehen uns. Bis bald.